Hallo und herzlich willkommen auf All Builds Outside. Nach einer extrem langen Pause soll es nun endlich mal wieder weitergehen. Im letzten Video habe ich euch ja den Innenausbau angekündigt. Ich werde aber doch noch mal einen kleinen Schritt zurück machen. Bevor ich nämlich zum Innenausbau gekommen bin, musste ich mir erstmal eine behelfsmäßige Werkstatt, Schrägstrich Halle einrichten, etwas Werkzeug zulegen und überhaupt die Voraussetzungen schaffen, damit ich den Innenausbau durchführen kann. Ja, es geht natürlich auch ohne Halle. Ich habe das ja schon mit dem Pinzgauer und mit dem Militärschelder auf dem Duro einmal durchgemacht, aber da hatte ich kein zweites Mal Lust zu. Es ist wirklich eine Quälerei, wenn man direkt an der Straße arbeiten muss, das gesamte Werkzeug, Material, alles im Auto liegt, beziehungsweise irgendwo im Haus, im Keller, wo man endlos hin und her laufen muss, um alles an den Platz zu bringen. Nach langen Suchen habe ich im Ort eine Halle angeboten bekommen und auch gleich zugeschlagen. Hier war das Arbeiten dann doch wesentlich einfacher. Aber ich musste mir auch erstmal noch einiges an Werkzeug zulegen, um das Projekt durchziehen zu können. Mit den Tafbild-Arbeitsböcken und einer Buchenplatte habe ich mir dann einen Arbeitstisch gebaut. Um mit Plattenwerkstoffen arbeiten zu können, macht natürlich auch eine vernünftige Säge Sinn. Ich hatte noch so eine alte Black & Decker Kreissäge, aber die taugt für die Arbeit überhaupt nicht mehr, zumal ich auch keine Führungsschienen dazu habe. Also habe ich mir erstmal eine neue Kreissäge mit Führungsschienen zugelegt, um die Platten vernünftig abzulenken, und eine Tischkreissäge, um dann saubere Schnitte an den Platten machen zu können. Dazu kam noch eine Lamellofräse, um vernünftige Verbindungen herstellen zu können, diverser Kleinkram, Spannzwingen, Spannbänder, eine Oberfräse und, was ich ganz besonders wichtig fand, noch ein neuer Staubsauger für die Staubabsaugung, die ich mir dann baute. Dann habe ich mir aus einer 15 mm USB-Platte zunächst einen Sägetisch für die Tischkreissäge gebaut. Danach konnte ich dann mit dem eigentlichen Innenausbauprojekt beginnen. Ich werde euch mal das von mir verwendete Werkzeug unten in der Videobeschreibung auflisten. Wenn ihr Interesse daran habt, dass ich euch mehr über das Werkzeug erzähle, meine Erfahrungen, welches ich wieder kaufen würde, welche ich vielleicht nicht kaufen würde oder durch anderes ersetzen würde für dieses Projekt, dann schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Eventuell könnte ich ja aus dem Videomaterial, was ich habe, auch nochmal ein eigenes Video über das Werkzeug zusammenstellen. Wenn euch das interessiert, auch das schreibt mir doch bitte mal in die Kommentare. Eigentlich sollte die Kabine ein Festbett bekommen. Aber auf 4,50 Meter habe ich das irgendwie nicht eingeplant bekommen. Also musste eine andere Lösung her. Nach der letzten Lösung, Bett nach oben wegklappen, habe ich mich jetzt hier entschlossen, eine Auszugvariante zu bauen. Da stellt sich dann gleich die Frage, wie wird der Auszug realisiert. Ich bin dann auf die Bosch-Profile gestoßen. Für diese gibt es Gleitstücke, sodass man das Rad an der Stelle nicht neu erfinden muss. Extra Schwerlastauszüge wollte ich zum Beispiel keine verbauen. Gleichzeitig erreiche ich mit dem Bosch-Profil auch einen stabilen Unterbau für das Bett. Die Profile habe ich dann bei Alu Profiltechnik bestellt. Dort werden die Einzelteile auch gleich für mich auf Maß zugeschnitten. Da ich das Bettgestell ja vorher genau gezeichnet und geplant hatte, war der Zusammenbau dann nur noch eine Art Lego-Baukasten. Das Gestell hat genau in die Kabine reingepasst. Jetzt mal Platze noch drauf, dann habe ich Kontakt. Und das ist mein Denkfehler, dieses Ding. Weil ich wollte das doch 20 von da haben, das passt, aber jetzt ist ja der da hinten, der noch raus will. Da werden wir dann hier mit dem Kopf dran hängen. Wenn du jetzt nur eine Matratze auch noch anschaffst. Aber so sieht es schon ganz nett aus. Du kriegst gute Aussicht hier. Kannst du mal rausgucken. Da sieht man mal die Vorteile des Kleinseins. Ja. Da kann man hier der Kleines.
über Nacht haben wir das hier mit den Rigipsstützen ein bisschen verspannt, dass ein leichter Druck drauf kommt. Und die eine ist schon abgerutscht, so müsste es halten. Wenn die Stützen jetzt mal abnehmen. Das Bett wird dann aus 15 mm Multiplexplatten gebaut. Dazu habe ich mir Streifen für die Querauflagen und Längsstreifen für den Sprungrahmen geschnitten. Am vorderen Ende wurde dann noch eine Aufkantung verleimt, sodass die Matratze nach vorne nicht aus dem Bett rausfallen kann. Die Einzelteile werden dann noch nachbearbeitet. Die Kanten werden angefasst, die Oberfläche glattgeschliffen und am Schluss mit Innenwachs geschützt. Fällt euch was auf? Das ist natürlich kein Arbeiten für eine Serienproduktion. Damit die Arbeit hier besser von der Hand geht, habe ich mir erstmal schnell einen Behelfstisch für die Oberfräse gebaut. Ja, so geht das viel besser.
Jo, funzt alles. Das soll's für heute gewesen sein. Weiter geht's im nächsten Teil. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. So, nur noch eine Danksagung. In meinem letzten Video habe ich ja meine Amazon-Wunschliste unten in der Videobeschreibung veröffentlicht. Kurze Zeit später habe ich dieses wunderschöne Bosch Flachfräs-Bohrset erhalten. Ich habe erst überlegt, wann habe ich das überhaupt bestellt. Ich hatte da überhaupt nicht mit gerechnet, dass tatsächlich jemand auf die Liste reagiert. Aber Hendrik hat die Liste gefunden und mir dieses Set zukommen lassen. Also danke, Hendrik. Das Set hat mir schon öfters aus der Bredouille geholfen.